Hallo zusammen! Vielleicht wundert ihr euch, wo ich gerade sitze. Mein Freund hat die ganze Woche über Urlaub. Und ich habe die Gelegenheit im Schopf gepackt, weil ich musste was zu meinen Eltern bringen. Und dachte mir, nehme ich die Kamera mit, mache ich hier ein paar Videos. Ja, ein paar, nicht nur das eine. Ich hätte auch noch mehr Zeug mitgenommen, aber mein Rucksack war voll und der Kram zu schwer. Ja. Also ihr könnt jetzt noch auf jeden Fall auf zwei weitere Videos in dieser Situation hoffen? Nein, erwarten. Egal. Ja, jedenfalls, wo bin ich hier genau? Ich bin in dem Zimmer, wo ich die ersten 26 Jahre meines Lebens verbracht habe. Ja, ich war eine sehr späte Sünderin mit Ausziehen. Egal. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie mein Zimmer so aussah. Obwohl, das ist sehr verändert. Das Einzige, was nur übrig geblieben ist, ist der Fußboden. Und ich weiß nicht mehr, ob die Gardinen, also die äußeren glaube ich schon, aber die in der Mitte weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich euch mal dieses Zimmer zeigen. Es ist nicht gerade groß, wo ich 26 Jahre meines Lebens verbracht habe. Und außerdem gibt es hier noch einiges, was auch für Bücherliebhaber unter euch interessant sein dürften. Und zwar die Bücherregale meiner Eltern. Ja, gut, ich muss dann diese Kamera nun mal vom Stativ und so. Ach so, hehe. Hallo. Das war meine Schlafmäuse für unterwegs auf Reisen. Ich weiß gar nicht, warum die hier immer noch stehen. Ja. Dann nehme ich euch mal kurz, also mache ich mal kurz Stopp, nehme die Kamera vom Stativ und zeige euch mal das Räumchen etc. Pipi, bis gleich. Fangen wir doch gleich mal mit dem Wichtigsten an, mit den Büchern. Als erstes finde ich hier diese Buchstützen richtig klasse, quasi von A bis Z. Oh. Und wenn ich hier bin, habe ich auch ein Buch, was ich lese, das habe ich euch auch schon mal im Video gezeigt. Das Buch von Holbein. Ich bin schon etwas über die Hälfte, habe vorhin auch schon ein bisschen gelesen, werde heute auch noch ein bisschen weiterlesen. Ich komme so selten hier, wenn ich hier bin zum Lesen. Die beiden Bücher habe ich meinem Vater zum Geburtstag geschenkt. Also erst das, dann das, ist klar. Ja, hier sind noch Hörbücher. Was ist denn das? Ken Follett, die Leopardin und Wolfgang Holbein, die Chroniken der Unsterblichen. Die Chronik der Unsterblichen, mein Gott. Ja. Da oben sind dann noch so ein paar CDs. Jetzt falle ich hier über das Stativ, was ich hier zur Seite gestellt habe. Dann ist da noch eine Couch, aber die gab es noch nicht, als ich hier wohnte. Dann habe ich mir vorhin mein Lieblingslatte Macchiato geholt. Nam, 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 nam. Ja. Und dann sind hier auch noch Bücher. Ich hoffe, man kann das durch die Vitrine sehen. Da oben, die ersten drei gehören mir. Die habe ich hier ausgeliehen. Oh, da bin ich. Wuhu. Ja. Dann haben wir dann noch so ein paar. Sieht man das? Wie heißen sie gleich? Vorhin wusste ich es noch. Buddybären. Genau, Buddybären. Die sammelt meine Mutter. Da und andere Bücher. Und dann andere Bücher. Und das da unten. Ah, Moment. Muss ich doch mal die Tür aufmachen? Das da. Ist auch noch ein Stück meiner Vergangenheit. Nicht zuknallen. Sieht man das? Ja, jetzt kann man das sehen. Das war mal meine Hand. Moment. Ja, ein leichter Unterschied. Das war am 26.02.1985. Meine Schrift ist schick, oder? Die wurde immer kleiner. Das bin jetzt großes Arztlein. Ja, jedenfalls haben wir das im Kindergarten gemacht. Gut. Dann ist hier noch ein Schreibtisch, wo im Moment die Nähmaschine steht. Ja. Aber wie man sieht, wenn ich mich ja immer um mich selbst drehe, oh, ich hoffe, es ist nicht jetzt nicht zu schnell, ist mein Zimmer nicht gerade groß gewesen. Ja, 8 Quadratmeter sind nicht gerade die größten. So, jetzt mache ich wieder Stopp und wir sind gleich wieder da. Wie ich gerade gesagt habe, wir sind gleich wieder da? Ja, ich und meine imaginäre Freundin, ne? Ja.
Jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich so, wo ich so gewohnt habe. Ja. Mein Zimmer war sehr zugestellt. Als ich ausgezogen bin, dann kamen so Karton auf Karton. Mein Freund fragte nur, wo hast du das alles gelagert? Ja, ich habe mein Zimmer richtig voll gepfropft. Ich meine, was in 8 Quadratmeter reinpassen kann, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich schabe gerade mit den Füßen. Gut. Ich werde gleich noch auf jeden Fall 2 Videos, wie gesagt, machen. Was heißt gleich? Ich weiß nicht, ob ich sie gleich mache oder erst nachher. Muss ich mal gucken. Ja. Aber die Bücher, die ihr hier gesehen habt, das sind nicht alle, die es hier gibt. Es gibt noch welche auf dem Flur, ein ganzes Regal voll. Im Wohnzimmer sind noch viele. Ein paar sind auch im Eltern Schlafzimmer. Ja, hier wohnen auch Leseratten. Irgendwo muss ich es ja haben, oder? Ja, ich wollte euch einfach mal mitnehmen in meine Vergangenheit. Ja. In meine ehemaligen 4 Wände. Ich habe euch den Fußboden gar nicht gezeigt. Das Einzige, was übrig geblieben ist. Moment. Haha, wir versuchen das einfach mal. Sieht man das? Ist das nicht ein schöner Teppich? Ja, und im gleichen Jahr, wo der verlegt wurde, bin ich nur ausgezogen. Sehr schlau. Tolle Logik. Guten Tag. So. Okay. Oh. Jetzt. Gut. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu erzählen. Zumindest nicht jetzt. Ja, dann sag ich mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.